Good to go. Gut, schwemmen. Simon? Ja, ich gehe ja schon. Markus, du darfst gerne auch bereit machen, ne? Weißt du. Nur du ein fauler Sack bist, heißt du nicht, dass du dich auf jeden Fall verhalten musst. Blöd. Ja, auch irgendwie Pflichtbewusstsein, die müssen hier Vorbild sein. Gerade du hast eigentlich mit Vorbild nicht allzu viel schaffen. Ja, du. Finde ich, ja. Was bin ich? Finde ich. Er ist derselben Meinung. Das ist mir klar. Gut, warum fragst du dann? Weil du etwas unsäglich gesprochen hast. Ja, das ist doch normal Zustand. Wie lange wollen wir das jetzt eigentlich noch machen? Wie sagst du dann? Wie geht's, denke ich mal? Gar nicht mehr. Weil ich hab da jetzt irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr dran. Das ist. Endlos-Modus ist nicht mein Lieblingsspielmodus, nein. Mir auch nicht. Ich meine, wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Warum jetzt noch mehr Arbeit reinstecken? Warum nicht? Kann man gut XP sammeln. Die wir auch ganz dringend brauchen. Wir haben das Spiel abgeschlossen, komplett. Nur das nicht heißt, dass ich das beiseite legen werde. Natürlich schon. Ihr vielleicht, aber. Ich brauche kein XP mehr. Ich habe, was ich haben wollte, nicht so wirklich gehabt, das Größte. Hm. Ich würde jetzt aber einfach so durchrennen lassen, ist auch wieder langweilig. Nö. Wir können ja mal schauen, wie lange unsere Damage-Zone aushält, wie immer, bloß wenn wir die Amp vollstopfen und nichts machen. Gut. Einfach Schwämme plus halten so viel aus, ne? Ja, 1,3 Millionen. Was? 1,3 M. Ne, wo ist da noch was? So, da hinten sind noch welche gestackt. Bohrenhütte. Ah. In der Garage 3. Okay, hab ich den irgendwie da reinblockt anscheinend. Nein, das ist nicht der Überweg. Ah, man sieht sie aber. Ja. Wenn sie auch denken, ja. Blitzding da reinfeuern. Vor allem, wenn ich genau richtig ziele, kann ich ihnen einfach grundsätzlich nur noch den Schwachstellen Schaden zufügen. Okay, ich mach mal wieder hell. Ja, ist gut. Kann ich aber auch, glaube ich. Warte mal, wie bist du? Wie bist du gerade gestorben? Das Ding macht Schaden, wenn man reingeht. Ah. Dann will ich nur mein Game machen, Schaden, wenn man reingeht. Meine Güte, ey. Was denn? Ja, alles gut. Jetzt treffe ich halt mit der Schrot von hier aus so gut wie nichts. Die werden die ganze Zeit verschoben. Eigentlich nicht. Doch. Weil du mit den Dinger da reinzimmerst. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht einfach, weil die buggy sind. Ach so. Sich ja langsam. Wollen sie? Wollen sie eigentlich nicht. Ja doch, ganz langsam. Am rechten Spornhüter siehst du das, der ist gerade ziemlich blau. Der heilt sich. Stimmt, ja. Und tot. Das ist auch nichts durch Nennenswertes. Ist ja ein schlechter, so. Jo. Die Unglückswelle machen wir jetzt nicht mehr, wa? Soll mir reichen. Ja, ja, Amp aufpumpen und dann zugucken, denke ich mal, ne? Ach so, ja, ja, genau. War so der Plan.
Moment, treffe ich dich. Was haben wir jetzt? Fast 200. Ah, natürlich. Mal ganz ehrlich, ja. Jetzt wäre die Amp wirklich einfach anzuvisieren gewesen. Nee, warum? So, muss ich mir nur noch einen guten Platz aussuchen. Ja, hier oben. Ja, ich auch. Gut, mehr genug. Mute mich einmal an, Presschips dabei. Ja, das gleiche hatte ich auch vor. Ja. Was da halt toll ist, weil ich jetzt den Reimtag nehmen darf. Ja. Ja, du wirst ja unbedingt weitermachen. Ja, ist ja gut. Das hat ja auch irgendwie so seine Berechtigung. Ich kann natürlich auch essen, während ich rede. Hab ich kein Problem. So. Ich esse ja bloß bis Satz. Ach so, ein Räufinator steckt hier drin. Okay. Na, wenn du meinst. Oh, wo hast du den Schaden her? Ding. Welchen Schaden? Einer von den kleinen, schweren Läufern hier hat schon ziemlich einen Schaden genommen. Kann ich Gauss oder so? Kann gut sein, ja. Ey, hör auf, Kirby! Machen die da? Der ballert mich an mit seinem Ding da. Golfinator. Achso. Bist du da eigentlich gerade mit, Simon? Nö. Hauen wir mal einen Schuss rein, wenn langweilig ist, aber wirklich ran machen tue ich nicht. Mach den Händen schneiden, es wackelt und weht. Ich hab ganz ehrlich, hier kommt es ja nicht wirklich durch. Der erste Fokus steht halt super. Hm. Der hat die ganze Zeit hinten rein, die schweren Kampfläufer. Ah, der steht immer noch auf der nächsten, nicht auf der nächsten aus, Klasse Winkel, ne? Oh. Ja. Mhm. Ja, okay, der Dicke ist doch gestorben. Hat er geschafft. Ja! Habt ihr irgendwelche Achievements bekommen? Und am tödlichsten! Meisterschütze. Ich hab noch was ganz Langes bekommen, was ich nicht lesen konnte in der Zeit. Okay. Erstmal den finden. Da, ich hab sie sogar gefunden. Schön. Und 200. Ja, toll. Nein, du bist die Flak, nicht die Amp. So. Ja, ach. Ich glaube, das wird doch zu lang, weil ich jetzt hier einen Schnitt. So, Punkt aus. So, was hatten wir jetzt bei der 13 oder so? Oder 14, 15? Keine Ahnung. Kann gut sein, ne? Und jetzt sind wir halt aufgegeben und das Ganze ein bisschen verunstaltet. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns da wirklich hinterklemmen würden, dann hätten wir recht schnell und recht einfach noch mehr geschafft. Mhm. Mit unserer eigenen Kraft und dahinter. Aber die beiden wollten ja nicht. Kein Bock. Ich weiß nicht, von welchen beiden du redest. 285 Leben. Jo, und gleich eins mehr. Okay, ich hab mich umentschieden. Lass doch. Okay, oh, schade. Sieg. Errungenschaft freigeschalten, Titanenschlechter und das letzte Gefecht. Ja. 31. 35. 23. Ja. 24. 36. 32. Alter, wie viele Punkte 25. Einfach die? 33. 37. 1,5. Wow, das gab viel.
Thors Zorn freigeschaltet. Das ist schön. Nagelpistole, flinke Hände, Balliste, Dornrüstung. Endlich! Das Upgrade für Sky. Deine Geschosse durchdringen gegnerische Rüstung. Damit kann man mit der Assault Rifle jetzt endlich die blöden, gepanzerten Viecher kaputt machen. Was? Was? Türme verursachen 1000 zusätzlichen Schaden, wenn sie auf Gegner feuern. Nein. Du hast freigeschaltet Kanonenschlag. Ich habe einen Mörser freigeschaltet. Boah. Den habe ich jetzt auch. Das Erledigen eines Gegners verschafft dir eine zusätzliche Simo-Einheit. Mhm. Diese Tode. Du verursachst nach einem tödlichen Volltreffer zusätzlichen Bonusschaden beim nächsten Volltreffer. Alter, wie viel Schaden habe ich denn irgendwie noch zu euch gemacht? Alter. Also wirklich, die Schwachstellen treffen hat wirklich gut geholfen, würde ich sagen. Mhm. Weg mit den Türmen, die stören mich gerade. Weg mit ihnen, der stört mich gerade. Feuer hat 14 Mille. Ich hab 5,6. Vigo hat 3,1 Mille. Oh. Du hast 199 Volltreffer. Ich habe einfach 6500 fast. Wow. Wieso springt ihr eigentlich so wenig? Wir müssen nicht so viel springen. Warum sollten wir springen? Ja, aber ich meine, ich springe viermal so viel wie ihr. Das ist ein bisschen mal sehr viel. Max hat nur 9 Tote, wow. Ich hab 4. Ich hab 40. Ja. Next, Bus. Dafür hast du auch locker am meisten Schaden erlitten, also. Noch Schaden. 13k im Gegensatz zu 2500 und 2800. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Dead Face. Welches? Ja. Alle drei sind irgendwie episch. Das Schiff startet bereits. Oh mein Gott. Aber der Zeichenstil ist echt besser geworden. Also von immer noch ein bisschen der eigene Stil, aber halt wirklich flüssiger, sag ich mal. Selbst die Kopfhörer sind traurig. We fought for as long as we could to protect the people of Elysian Lost. I'm up. We saved many, but at what cost? Now we're running away, taking the easy way out. This was not how it was supposed to be. Hallo. Habt ihr die Story gelesen? Ja. What is our purpose? Oh, ich schau die Katze. Is this the end? I hope not. Hey, nochmal Credits. Credits. Ganz ehrlich, ich finde die Synchronisation in diesem Spiel einfach so gut. Echt? Das ist okay, aber kann jetzt nicht so wirklich herausstechend. Ich sag's mal so. Einfach ist hier am Ende. Die Emotionen, die rübergebracht wurden in dem kurzen Bereich. Ich kenne so viele Spiele, wo die Sound, also die Qualität von sowas einfach grausam schlecht ist, dass es wehtut zuzuhören. Du hast aber echt recht. Dagegen ist das hier einfach super. Auch wenn ich die Story jetzt eigentlich eher weniger beachtet habe, der. Cutscene, die hat man sofort verstanden. Mhm. Mitgerissen. War gut, ja. Das heißt, Markus, du hast nicht gelesen, was vorher war? Nee, nicht wirklich. Markus, ist das leise? Mal wieder. Dann soll ich es kurz zusammenfassen, oder? Ja, das ja. In der letzten gemalten Cutscene, das war halt, wir haben es geschafft. Wir müssen uns beeilen, das letzte Boot zu erreichen.
Und dann entscheidet sich Charlotte plötzlich, ja, zeigen, Charlotte ist auch in dem Fall egal, plötzlich dafür in Brightholm zu bleiben, weil das eben ihre Heimat ist. Dann ist es erstmal ein trauriger Abschied. Hagen befiehlt Simo, auf sie aufzupassen, das heißt, Simo bleibt auch da. Und dann gehen die anderen eben. Traurig, traurig. Ich sehe gerade die Wellenanzahl, das ist eine ziemlich große Zahl. Die was? Die Wellenanzahl. 2.147.483.647 Wellen hat die letzte Map. Wellen? Ja, steht hier. Mögliche Wellen, das ja. Das ist, das, warte nochmal, wie viel? 2 Milliarden? Moment. Bloß die ersten vier Zahlen. 147. Das ist Max Integer. Okay. Also das, was in 32 Byte reinpasst. Mhm. Ah. 32 Bit, sorry. Sorry. Und mehr wird für die Wellen normalerweise nicht benötigt zum Schreiben, also. Mhm. Aber da kriegst du eine 7 am Ende raus. Was? Ja. Weil du hast ja die 1 am Ende. Ach so, ja. Das ist immer eine ungerade Zahl, die Maximalstelle. Ah, ja, gut, stimmt. Praktisch, wenn alle Bits auf 1 stehen, ne? Eben, weil da hast du die 1 am Ende. Mhm. Okay. Ja, Story war interessant. Wir sind dann gerade eben wieder total vom Thema abgeschweift, okay? Ja. Yay. Ich esse immer noch Chips, ich bin richtig professionell. Mhm. Ich hab leider nichts mehr zu essen. Oh, schade aber auch. Wollte aufgeben. Ja, ne, war nicht so wirklich tiefgreifend, aber. Doch, halt... also, ist, naja. Wenn man sich die Story wirklich durchgelesen hat, dann ist das Skript, wie ihr sie gemacht habt, ne? Die Story war echt nicht schlecht. Beziehungsweise, ich mag diese Art von Story in so Spielen. Ja, klar, aber es ist jetzt nicht so tief wie System Shock oder. Dead Space. Ja, aber das ist klar. Ich finde die Story aber fast besser als in System Shock. In System Shock ist es einfach nur. Ey, guck mal, Virus. Ey, guck mal, alle sterben, ey. Macht mal was. Ja, wenn das so runterkommt, das ist die Story hier, aber ey, guck mal, Lumen. Ey, guck mal, die gehen auf den Kern. Ey, guck mal, wir müssen den Kern verteidigen. Stimmt. Aber ich mag den Grafikstil hier lieber. Also, ach, Spiel. Was? Liegen ja auch nur 12 Jahre oder so zwischen den beiden Spielen. Ja, und? Den Grafikstil von dem ersten Pokémon mag ich lieber als den von Diamant und Perl. Ja, Moment, das ist ja wieder was anderes. Das ist dann dieser Retro-Stil. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Ja, und du denkst, System Shock ist kein Retro-Stil. Doch, System Shock ist auch lustig, aber ja, also. Es gibt ja nicht ein Retro, es gibt ganz viele Retros. Und manchen gefällt das eine Retro besser als das andere. Jetzt sind nämlich diese Pixel-Stil von ersten GBA und so weiter spielen nämlich nicht ganz so lieb. Ich hab da nicht drüber. Weißt du, warum kein einziger Mensch mit dir debattieren kann? Nämlich versteht, ich weiß. Ich übersetze, weil man mich nicht versteht. Dass ich man weiß. Mich und nicht ist so zusammengemascht worden, weil man mich nicht versteht. Ja. Weil man na mana. Mana. Mana mana. Ach ja, die Sockenpuppe aus dem Kindergarten habe ich immer noch. Und ich glaube, ich muss sie mir jetzt. Muss ich jetzt was? Muss ich tun? Das reinzieht, meiner Meinung nach. Aber erst nach dem Resümee. Aber eigentlich das Normale haben wir doch schon am Ende von dem Hauptteil gemacht, oder nicht? Das Dass wir jetzt theoretisch nur noch auf die Add-ons eingehen müssen. Eben, es war ein kurzes. Ich meine, wir hatten ja damals schon einige Add-on-Waffen. Ich fasse das mal so zusammen. Es war nicht schlecht. Hat noch ein bisschen neue Story reingebracht. Also ich fand das Ruins of Brightholm fand ich eigentlich ziemlich cool. Also von der Art, von der Idee her. Ich fand alles geil. Hab ich gar nicht geöffnet. Irgendwie fand ich dieses, hey, so cool.
Übrigens, ist dir aufgefallen, das ist eine riesige Gauss gemischt mit einem Fokus. Und ja, wir müssen die abschießen, um dieses Teil kaputt zu machen. Ah, war ja klar, dass es nicht klappt. Wir müssen sie nochmal abschießen, um dieses Teil kaputt zu machen. Obwohl es eine Single-Use-Waffe war. War nur für konzipiert, ja. Ja, hm. So, Papier ist auch nur dafür genutzt, einmal genutzt zu werden. Ja. Kann man trotzdem beidseitig verwenden. Bei... Aha. In der richtigen Falltechnik, ja. Ja. Es ist halt die Frage, ob man es nur tun sollte. Ob es so effizient ist. Möglich ist es. Hm. Kann ich mir zumindest vorstellen, so. Im dreidimensionalen Euklidenraum. Raum. Ansonsten? Ja, ansonsten hier die ganzen neuen Viecherchens. Wie gesagt, ich hab, war das die erste Map aus dem DLC oder war das... ich weiß nicht, die erste Map, wo wir den Geschützturm eben hatten. Geschützturm? Ja, hier den die, Rolf. Die Roffel. Und Rolf Inatus war die zweite Map. Das war Ark erst. Ja. Genau. Da, wie gesagt, die Musik. Ich muss irgendwann nochmal in das Level rein, um die Musik zu finden, weil irgendwie... Ich mochte die Musik. Hab ich ja erwähnt. Jo. Ansonsten, neue Gegner, ja, diese Sporenviecher waren einfach nur nervig. Ja, genau. Ich weiß aber gar nicht mehr, was wir bei der Küstenlinie als neue Gegner drin hatten. Denn die verkamen ja erst in Brightholm, oder? Nee, die verkamen jetzt und dann kamen die Zombies, so rum. Nee, die Zombies kamen ja schon in Ruins of Brightholm. Ja, meine ich ja. Ja, okay, ja. Die Küstenlinie ist vor Brightholm gewesen. Was kam da für Viecher? Die Hüpfer, meine ich, werden das. Ah, stimmt, ja. Hüpfer, und war da noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war nur die, ne? Mhm. Dann, wie du letztens gesagt hast, war irgendwie das dritte des Chibi-DLC. Ja. Also mit den, Diskeblast. Mini. Eben mit den Mini-Leuten und den Mini-Läufern und den. Ja. Ja. Ich muss sagen, auf offenem Feld sind die kleinen Kampfläufer gar nicht so schlimm. Sie sind nur nervig. Mhm. Wirklich, die lassen sich so leicht ablenken. Ich schieß da drauf, die haben den Kern vor sich. Ich kann die quasi um den Kern herumlocken. Im Kreis drehen. Eben. Kein Scherz, habe ich ja mal gemacht. Alja. Alja, Alja. Aldi. Und schon ist man wieder auf Fire Emblem. Ich bin der Beste. Ja. Ja. Ja, und dann eben die beiden Sporenviecher. Habe ich ja schon gesagt, die waren einfach nur nervig. Ja. Ich weiß nicht, also die Sporenflugviecher, ich fand's interessant, dass man jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Flug drin hatte. Ich fand's interessant, dass ich endlich die Flak freigeschaltet hatte. Dass ich der Einzige war, dem nicht der halbe Account resettet wurde. Wurde Markus auch nicht. Ja, aber er hängt trotzdem zurück. Was daran liegt, dass er sich geweigert hat, schräg keine Zeit hatte, mit mir zu leveln. Mhm. Wir schwitzen ab. Tun wir das? Nee. Ah. Jo. Ansonsten, ich muss sagen, gerade theoretisch, wenn das Spiel Singleplayer fähig wäre, Singleplayer schaffbar wäre, ohne irgendwie das Planungsgenie 12.000 zu sein, das ist eins von den Spielen, wo ich wirklich sagen muss, Storytiefe ist jetzt nicht allzu stark vorhanden. Ansonsten, das Spiel ist halt nirgendwo richtig episch, aber es ist halt, ich finde, es passt gut zusammen. Es ist vom Zeichenstil, von der Story her zusammen. Das Ende war sogar ziemlich bewegend, muss ich sagen. Also bewegender, als ich es erwartet habe. Und ihr Kunstbanausen habt es total ignoriert. Ich hab's überflogen. Ja, überflogen. Weil Markus weitergeklickt hat und den Cutscene geschaut hat, die ich dann auch von Anfang an hätte gern sehen wollen. Ja, ich hatte den Anfang nicht mitgekriegt. Ja, eben. Wie war der Anfang? Ist das Boot noch gestartet, oder? Ja, ja. Haben die sich noch irgendwie verabschiedet oder was? Oder war das einfach halt, das habe ich schon nicht mehr gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Tür zugegangen ist. Markus?
Wie ist da gerade mit Simo und den Einheiten von Simon? Von ja. Simo. Diesen Steg da entlang gegangen, den wo wir auch gegangen sind zum Schiff hin. Ah. Und hat zur Tür geguckt und dann hat sich die geschlossen. Na dann. Ich wusste nicht, dass das die Cutscene für alle startet, sorry. Es ist immer ja. So gewesen. Ja, denkst du, ich kann mir das merken? Ja. Das hatten wir beim ersten Auto, das hatten wir bei der Sokol. Also eigentlich überall. So was merkst du auf. Tja, also grundlegend der Fazit, allein sehr herausfordernd. So allein wird, unmöglich, würde ich sagen. Dritte bis viert doch schon schaffbar. So unmöglich. Ja, teilweise, ne? Sag die mir Schwierigkeit so. Ist ein bisschen sehr unausgeglichen gewesen. Das stimmt, ja. Ich sag so, weil so das DLC hier, also die ersten drei Maps, hätten wir wahrscheinlich auch fast alleine schaffen können jeweils. Und dann gibt es die Maps, die wir nach mehrfachem Planen zu dritt immer noch nicht geschafft haben. Das war diese hier. Ja. Ach komm, weg mit dem Bild, komm. Weg damit, los. Danke. Die ist echt grässlich, die Straße. Naja, wahrscheinlich werden wir das aber um einiges leichter durchkommen. Jetzt, wo wir Expertise haben und neue Sachen. Das kann gut sein, ja. Aber das werden wir ja nie. Eben. Und ich würde sagen, damit ist dieses Fazit beendet. Schönen Morgen, mittags, abends noch. Keine Ahnung. Genau. Ach, so unenthusiastisch. Naja. Auf ein andermal. Tschüss.